drei Fragen. Die erste lässt sich schnell beantworten. Die zweite ist die umfangreichste. Und dann kann man sich noch darüber unterhalten, was wir da als BUND zum Schutz machen und vielleicht auch, was man machen sollte, was man auch bei verschiedenen Wiesen vielleicht verschieden machen kann. Da könnte ich mir vorstellen, kann einiges an Diskussionsstoff aufkommen. Vielleicht zu dem Titelbild hier oben. Das ist also die Wiese in Volksdorf, von der dann auch gleich öfter mal die Rede sein wird. Jetzt muss ich nur erstmal da rein. So, das sind die sechs Streuobstwiesen, die der BUND seit einigen Jahren betreut, unterschiedlich lange. Unten im Süden ist die Wiese Jakobsberg, wo ich auch sehe, dass Gisela Bertram, die dafür seit einigen Jahren zuständig ist, im Rahmen der Stiftung Altenwerder im Publikum ist. Das heißt, wenn es dazu Fragen geben sollte, kannst du ja dann dich direkt einklinken. Oben links ist Königskinder Weg. Das heißt, das ist eine Wiese in einem Park. Und die anderen vier, die mir bekannt sind und die der BUND seit längerem betreut, liegen alle im Bezirk Wandsbek und gehören mehr zu meinem persönlichen Aktionsradius, auch zumindest drei davon, sodass ich da selber auch Details zu erzählen könnte, wenn dazu Fragen bestehen. Im Übrigen gibt es eine ganze Menge Informationen über die Wiesen auf der Homepage des BUND. Das ist nicht alles brandaktuell, aber im Wesentlichen richtig und durchaus ausführlich. So ausführlich kann ich das gar nicht jetzt alles über die einzelnen Wiesen erzählen. Ja, mein Grund, weswegen ich mich bei Streuobstwiesenschutz engagiere, ist der Naturschutz. Das ist ja der Hauptgrund. Es gibt andere Gründe, weswegen man das noch machen kann, aber ich werde jetzt hauptsächlich erstmal auf den Naturschutz eingehen. Dazu zwei, drei grundsätzliche Sätze. Warum sind Streuobstwiesen von der Anlage her, vom Prinzip her, haben ein besonderes Potenzial, weil sie die Lebensraumeigenschaften von Waldrand und von Wiese verbinden. Beides sind selber schon artenreiche Lebensräume bzw. können solche sein. Und wenn ich dann auf einer Streuobstwiese quasi beide nochmal verbinde, dann habe ich noch ein erhöhtes Potenzial. Daher auch diese immer wieder durch die Gegend geisternde Zahl von 5000 Arten, die auf Streuobstwiesen vorkommen könnten. Das ist natürlich eine hypothetische Zahl, weil sie einerseits aus süddeutschen Obstwiesen kommt und andererseits, wenn ich auch die kleinsten Organismen mitzähle, dann ist es natürlich viel zu wenig. Also die Zahl ist für Norddeutschland noch irrelevanter als für andere Bereiche. Wo? Da will noch jemand eintreten. Deshalb können sie also besonders artenreich sein, weil sie diese beiden Sachen kombinieren. Aber es sind der Waldrand ist eigentlich ja kein so sehr kulturabhängiger Lebensraum, aber die Wiese auf alle Fälle und die Kombination zu erhalten in einer möglichst artenreichtumförderlichen Form, erfordert eben eine schonende Pflege. Und da kommt der Naturschutz als Aktion, als, also die, kommen die Naturschutzverbände, die Naturschutzinteressierten als Akteure ins Spiel. Das Bild kann das vielleicht ganz gut illustrieren. Das ist aus Google Earth das letzte Sommerbild von der Wiese in Volksdorf. Das sind also knappe 2 Hektar, die da halbwegs frei stehen. Davon ist ein guter Hektar tatsächlich mit Obstbäumen bestanden. Und man sieht schon an diesem allerdings von Google auch sehr hübsch aufkolorierten Bild, dass da eine ganze Menge Strukturreichtum drin ist. Da sind also nicht nur Baumkronen verschiedenster Größe und verschiedensten Alters, was meistens was miteinander zu tun hat, sondern da sind auch Wiesen, Krautstrukturen, die offensichtlich sehr unterschiedlich sind, von lang durchgewachsenen zu noch schon gemähten. Also wenn man hier schaut, dann sieht man, das dürfte also aus dem späten Sommer sein. Die Angaben auf Google Earth sind in der Regel unzuverlässig, die Monatsangaben, die man da findet.
Aber so sieht es eigentlich aus. Hochsommer oder Spätsommer. Hier ist schon was gemäht, ne? Da liegen schon Streifen von Mähgut. Hier sind offensichtlich ungemähte Bereiche. Das ist auch ein relativ feuchter Bereich. Hier haben wir relativ trockene Bereiche, die auch von Menschen offen gehalten werden, weil das als Naherholungs Raum auch genutzt wird. Da halten sich also gerne auch Leute mit ihren Hunden auf, picknicken da, weil es da auch sehr trocken ist und das fördert dann wiederum die Kurzrasigkeit. Also so ein Strukturreichtum ist natürlich eine sehr schöne Voraussetzung für auch Artenreichtum. So sieht das Ganze auf der östlichen Seite aus. Wenn man so ein, das ist also im Grunde das gleiche Bild, was ich im auf der ersten Folie gezeigt habe, was als Panorama zusammengeschnitten ist. Und hier ist es eben der linke Teil des Panoramas. Totholz, ganz wichtige Komponente, junge, alte Bäume, verschiedene Sorten, aber eben insbesondere auch Totholz macht eine naturschutzorientierte Obstwiese ja, erst richtig wertvoll, um es mal so zu sagen. Wenn alles nur junge Bäume sind, dann fehlt ein ganz großer Bereich, der für die Tiere wertvoll sein kann. Das ist der anschließende Bereich von diesem Halbrundblick auf dem Bild. Da sieht man den Bereich, wo gerne gepicknickt wird. In diesem Fall nur eine Person, beziehungsweise ein Ort mit zwei Personen und einem Hund wohl, so wie ich das richtig sehe. Man sieht auch, es sind Bäume da, die in der Altersgruppe 90 plus X sind und natürlich auch Jungbäume eine notwendige Voraussetzung, um die Wiese langfristig zu erhalten. Man sieht aber auch eine große Komponente, die bei der Einschätzung des Naturpotenzials einer Fläche wichtig ist. Wie sieht das Umfeld aus? Wir sehen hier im Hintergrund, das sind Eichen überwiegend. Die Wiese ist insgesamt, was man vom Luftbild her noch gesehen hat, eingebettet in extensiv bewirtschaftete Wälder oder Wiesen, hat also ein Umfeld, das auch sehr der Artenvielfalt zugutekommt. Das ist in der Stadt, auf unseren Wiesen, nicht überall so schön wie auf dieser einen in Volksdorf. Ja, hier noch ein paar Sätze dazu. Artenvielfalt oder Biodiversität. Dazu gehört die Pflanzenartenvielfalt, zum Beispiel auf der Ebene Blütenvielfalt, die dann den verschiedensten Insekten, sei es direkt oder indirekt, zugutekommt. Dazu gehört Obstartenvielfalt, beides kann man ja beeinflussen oder als Ziel auch seiner Pflegemaßnahmen anstreben. Das heißt auch Wildobst einbeziehen in die Pflege einer Obstwiese. Schlehen, Ebereschen und so weiter. Alles erhöht sozusagen das Angebot sowohl an Nahrung als auch an Strukturen. Da sieht man schon, für mich ist das Obst zwar schön, aber nicht die Hauptsache, sprich auch die Nutzung des Obstes ist aus Naturschutzsicht nicht die Hauptsache. Ja, aus den beiden oberen ergibt sich die Strukturvielfalt. Ich habe also Bäume inklusive Totholz, ganz wichtig. Ich habe aber auch Büsche, ich habe Wiese, ich habe kahlen Boden. Kahler Boden kommt oder sehr schütterbewachsener Boden kommt einer unserer, ja, den Tieren, die ganz gut in Mode sind, den Wildbienen sehr zugute. Haben wir zum Beispiel auch witzigerweise durchaus in Bereichen, die relativ intensiv genutzt werden von Naherholungssuchenden. Ist dann der Boden eben teilweise kahl, weil einfach zertreten. Und wenn die nicht zu intensiv zertreten, dann kommen die Wildbienen mit diesen Böden besonders gut klar. Zumindest bestimmte Arten, die relativ früh rauskommen. Also sprich, über die Pflanzenartenvielfalt, die Strukturvielfalt, Nahrungsvielfalt kriege ich die Insektenvielfalt. Und aber denn doch auch die Obstsortenvielfalt. Es geht also nicht nur um Naturschutz im engeren Sinne. Also Biodiversität umfasst letztendlich als Begriff auch die genetische Vielfalt von Arten und Sorten. Und hier kommt auch der direkte Nutzen für den Menschen ins Spiel bei der Obstsortenvielfalt.
Wenn man also hier guckt, das ist die Ernte, das ist ein Bruchteil der Ernte von der Obstwiese Karlshöhe, die also in den letzten Jahren regelmäßig genutzt wird, um auf der mobilen Presse von Ulrich Kubina dann zu Saft gemacht zu werden. Das ist eher ein Beispiel für Obstmassen. Allerdings ein paar verschiedene Sorten sind es auch. Und sowas haben die meisten, die interessiert sind, wahrscheinlich schon auf der einen oder anderen Veranstaltung gesehen. Also bis zu mehreren hundert Körben mit verschiedenen Sorten, die dann präsentiert werden können. Wir haben also ein paar tausend Sorten in Mitteleuropa gehabt, wahrscheinlich sogar über 10.000, weil bei weitem nicht alle bestimmt worden sind. Und diese alten Sorten haben entscheidende Vorteile und das gilt es zu erhalten. Warum? Obstsortenvielfalt bedeutet den Erhalt der verschiedensten Eigenschaften von Obstsorten, die in der Vergangenheit entstanden und eben dann durch Vermehrung der entsprechenden Mutationen erhalten worden sind. Das ist ganz banal, natürlich der Geschmack. Das ist aber auch der Reifezeitpunkt. Das heißt, es gibt Obst, das eben von August bis November, kann man sagen, oder im Prinzip sogar Januar, Februar reift. Reift heißt im Sinne von gemeinhin für am schmackhaftesten befunden wird. Also es gibt Obst, das man zwar natürlich im November in der Regel erntet, aber was dann im Januar erst seinen geschmacklichen Höhepunkt erreicht. Es gibt natürlich Festigkeit und damit Haltbarkeit auch teilweise. Es gibt die Verträglichkeit, die unterschiedlich ist, ganz wichtig für Obstallergiker. Alte Sorten sind in der Regel oder viele alte Sorten sind verträglicher für Apfelallergiker. Krankheitsresistenzen sind ganz wichtig natürlich für die wirtschaftliche Nutzung des Obstes. Die meisten unserer modernen Sorten stammen von sehr wenigen Arten ab und die Resistenzen sind nicht sehr, also wenn es denn Krankheitsresistenten gibt, sind die nicht sehr tief genetisch verankert. Teilweise brechen sie schon nach wenigen Jahrzehnten des Anbaus der Sorten wieder zusammen. Und in den alten Sorten haben wir eben teilweise sehr robuste Krankheitsresistenten verankert, die man auch in Zukunft immer wieder nutzen kann, um neue, bessere Sorten zu züchten. Aber es gibt noch weitere Gründe für den Schutz von Obstwiesen. Moment, ich habe hier, das muss ich mal ein bisschen verschieben. Ja. Der Umweltschutz. Denn die regionale Obstversorgung hätte natürlich einen großen Vorteil gegenüber der mit Obst aus Neuseeland oder Südafrika. Und es wäre auf einer Reichhalt, auf einer Obstwiese mit vielen alten Sorten, zum Beispiel auch auf der von Karlshöhe, kann man das schon fast bewerkstelligen, dass man 10 Monate im Jahr nur von dieser Obstsorte seinen Vitaminbedarf, von dieser Obstwiese seinen Vitaminbedarf deckt. Neben dieser regionalen Obstversorgung, natürlich auch ungespritzt, möglichst ungespritzten und dergleichen, gibt es natürlich auch das, was in der Stadt vielleicht von besonderer Bedeutung ist, Umwelterfahrungs- und Umweltbildungsmöglichkeiten. Aufgrund der Vielfalt der Obstwiese, aufgrund des letztendlich parkartigen Charakters, der zum Spielen und Toben auch einlädt und natürlich eben auch alles untersuchen, was da vorkommt, ob es die Obstsorten oder die Insekten sind. Das bietet viele Möglichkeiten. Und nicht zuletzt das, was eben erfolgt, so wie eine Obstwiese betretbar ist, wird sie so genutzt. Da habe ich etwas vorhin vergessen. Diese 6 Obstwiesen, die ich anfangs genannt habe, von denen der sind 3 im Grunde frei zugänglich. Das ist die Obstwiese bei Karlshöhe. Das habe ich, glaube ich, auch nicht am Anfang genannt. Ne? Die Karlshöher Obstwiese, also am Gut Karlshöhe, der Klimaschutzstiftung betriebenen Umweltbildungsinstitut in Farmsen oder Bramfeld. Dort kann man frei hin, da kann man die Landschaft genießen und die dort im Umfeld lebenden Menschen, die haben das auch jetzt zu Corona-Zeiten sehr intensiv genutzt. Die Volksdorfer Wiese ist frei zugänglich, ein bisschen abgelegen, aber auch da sind sehr viele Leute inzwischen
Gäste, regelmäßige Gäste, um das zu genießen. Und Königskinder Weg ist eben eine Wiese, die im Park liegt. Ja, und was treiben wir jetzt mit den Obstwiesen? Was machen wir damit? Und wo könnte man sich beteiligen, wenn man Interesse hat? Wir haben nun zum Teil eben, wir spreche ich jetzt erstmal vom BUND Wandsbek, weil ich da eben auch ehrenamtlich engagiert bin. Aber das trifft auf die beiden großen anderen Wiesen, Jakobsberg in Wilhelmsburg und Königskinderweg, ähnlich zu. Es sind Wiesen mit viel Altbestand und es ist einfach an der Zeit, eben auch Bäume zu pflanzen, damit die Wiesen langfristig erhalten bleiben. Pflanzen heißt aber eben, man muss sie in den ersten Jahren auch pflegen. Das wird häufig unterschätzt. Die Pflanzaktion ist der kleinste Teil der Arbeit, die es macht, wenn man Bäume etablieren will. Jedenfalls oft Obstwiesen und wenn die dann auch das Potenzial, 100 Jahre alt zu werden, ausschöpfen sollen. Bäume schneiden ist fast genauso wichtig, ist in den ersten Jahren auch ein wesentlicher Bestandteil der Erziehung der Bäume. Bei älteren Bäumen kann man das sehr unterschiedlich sehen. Da ist die Notwendigkeit des Schnitts vor allen Dingen dann gegeben, wenn man unbedingt eine relativ gute Ernte haben will. Ansonsten ist es sortenabhängig, ob man unbedingt beschneiden muss oder wie häufig man beschneiden sollte oder ob man das durchaus auch mal ein paar Jahre lassen kann. So sieht es aus, wenn wir auf der Wiese Volksdorf am Beschneiden sind. Das ist also eine bis zwei Hände voll Leute, die dann in der Regel zusammentreffen und hier an eher jüngeren Bäumen, auf die wir eben vorwiegend beim Schneiden auch Wert legen, dann Hand anlegen, um denen eine Wuchsform zu geben, die ihnen eben das Altwerden wahrscheinlich macht. Da sind wir nochmal, Bäume pflanzen, da ist was schiefgegangen. Genau, Bodenpflege ist der dritte Punkt, der häufig unterschätzt wird in seinem Potenzial. Also wenn man alte Bäume hat, ist speziell, dann kann man mit Bodenpflege deren Lebensalter eben auch verlängern. Und die alten Bäume sind eben als Lebensraumelement, als Lebensraum für holzbewohnende Insekten ganz wertvoll. Ne? Also vom Jungbaum haben wesentlich weniger Tiere was als vom Altbaum. Deswegen ist es wertvoll, auch die alten, im Absterben begriffenen Bäume möglichst lange zu erhalten, möglichst lange teillebendig zu halten wenigstens. Und da kann man vieles auch über Bodenpflege erreichen. Schnitt ist dann schon eine kompliziertere Angelegenheit. Das ist eher was dann für einen Profi oder für zumindest geübtere Leute, Altbäume zu beschneiden, die schon ein bisschen mit dem Überleben kämpfen. Ja, ganz elementar ist natürlich die Maat von Wiesen, die ja Streuobstwiesen darstellen. Und zur Maat gehört natürlich auch das Abräumen der Maat. In dem Moment, wo man nur mäht, um sozusagen den optischen Eindruck einer Wiese zu erhalten, kann man den Aspekt Artendiversität weitgehend vergessen. Weil ohne Abräumen in der Botanik ganz viel verloren geht. Und wenn in der Botanik viel verloren geht, weil eben die einjährigen Pflanzen nicht mehr keimen können, weil alles von Streu dicht liegt, dann habe ich auch bei den Insekten ganz schnell erhebliche Reduktion der Vielfalt. Und so kann es dann eben aussehen, das ist auch ein Bild, das sind jetzt keine besonders seltenen Arten, aber es zeigt schon ein bisschen Blütenflor im späten Frühjahr, ein bisschen Struktur, da ist eben der Adlerfarn auch drin, der eher als Störfaktor gesehen wird, ein Grund, eher früher zu mähen, damit der sich nicht weiter verdichten kann oder vielleicht sogar zweimal zu mähen in bestimmten Bereichen. Wir haben tatsächlich, aber das kann ich im Detail, kann man da noch weiter drauf eingehen, wenn das von Interesse ist, wo und wie wir welche Erfahrungen mit Wiesenpflanzenvielfalt gemacht haben. In der Regel wird man auf unseren Flächen da nachsäen müssen, wenn man auf den Aspekt besonderen Wert legt. Aber wichtig ist, um eine vorhandene Vielfalt zu erhalten und tendenziell auszubauen, Maat und abräumen. Ja, und damit wollte ich den ersten Part zumindest mal beenden.